Ein herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Nöhr Gameplays als Hobby. Ich wollte euch jetzt nicht nerven mit meinem Rumgesuche. Ich habe wirklich lange und viel gesucht nach diesem letzten Denkmal zum Runterreißen, was ich hier auf der Suche war. Und ich wollte euch nicht langweilen, also habe ich jetzt selbst gesucht, so gesucht, bis ich es finde. Und hier haben wir es. Bei diesem Lager, wo wir die Schrotflinte bekommen haben. Total bescheuert. Ich habe so lange gesucht, auch beim Herausforderungsgrab, bei dem Schiff und sowas. Da haben wir es. Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. Und ich hoffe, Schnellreise funktioniert. Sehr schön. So, wir haben ja jetzt die Schrotflinte und alles Mögliche. Hier haben wir 58% abgeschlossen. Ne, hier haben wir 100. Das heißt, dann können wir jetzt... Warte mal. War hier nicht noch auch was? Nee, ne? Dann können wir ja jetzt endlich mal hier hin, weil hier konnten wir ja nicht hin, weil uns die Schrotflinte gefehlt hatte. Genauso wie hier, dass hier noch ein Dokument ist. Und das schauen wir uns jetzt noch an, was wir da in dieser Krypta finden. Oh, ich bin jetzt froh, dass ich die Stelle fertig habe. Zu 100%. 20 von 20 gefunden, die Herausforderung geschafft. Meine Güte, ey. Ich habe so ewig lang rumgeschaut. Das war nicht mehr normal. So, wir gehen hier runter. Achso, ich habe die Hintergrundmusik ausgemacht. Machen wir die doch gerade wieder an, oder? Die wollt ihr doch bestimmt haben. Weil ich wollte auf das Kitzer hören. Manchmal, wenn es Herausforderungsgegenstände in der Nähe sind, dann kitzert das ja so ganz leise im Hintergrund. Und das wollte ich dann unbedingt hören. Okay, Musik gibt's hinten sowieso nicht. Okay. So, was haben wir hier? Karte aktualisiert, neuer Ort entdeckt. Ach, hier ist schon ein direktes Grab. Okay. Ich habe jetzt gedacht, wir können hier generell noch einiges finden. Neue Ausrüstung. Diese Kutte der Tierhautfedern, du vielleicht ein Speer war. Lulule. Ich konnte es nicht genau lesen. Mehr gibt es hier drin nicht zu finden? Okay. Gut, da holen wir jetzt diese Kiste. Oh, da gibt es ja auch wieder neu, das ist gut. Kann ich gebrauchen. Blub, blub. So, jetzt muss ich nochmal schauen, wo das hier war. Da war's. So, vorerst nochmal Luft schnappen. So, dann öffnen wir doch mal die Truhe hier drin. Mal schauen, was wir hier drin finden. Das ist eine Art poliertes Herz. Kopal. Es ist zu jung, um Bernstein zu sein. Also ist es vielleicht Kopal. Es riecht jedenfalls fantastisch. Okay. Es ist zu jung, um Bernstein... Okay. Und es gehört wohl zu nichts. Interessant. So, sehr schön. Jetzt haben wir das natürlich auch. Es fehlt eigentlich nur das eine Dokument, ne? Genau, 97% abgeschlossen. Das letzte Dokument haben wir da oben. Rennen wir da doch gerade mal hin. Das war's dann, glaube ich, auch von dem, was ich zumindest weiß. Wo wir die Schrotflinte noch gebraucht hatten. Aber wir es nun noch nicht hatten. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Na gut, na gut. Aber neues Bergungsgut, das kann ich auf jeden Fall tragen. Ich habe ja gut Bergungsgut verbraucht. Gegen diese komischen... Ja, Goblins oder was auch immer, Orks, wie bei Herr der Ringe. So, da war die Tür. Was haben wir hier? Außer ein Dokument noch ein bisschen Gold? Sehr schön, plus 6, noch ein bisschen Stoff.
und hier eine Rolle. Reisetagebuch eines unbekannten Forschers. Wir sind dem Napo bis zum Amazonas gefolgt. Wochenlang nichts als Dschungel. Phillips hat das Fieber gepackt, weshalb ich den Mistkerl die letzten Tage durch diesen gottverlassenen Dschungel schleifen musste. Nachts hielten mich seine Schreie wach. Er fantasierte, er wäre über und über mit Schlangen bedeckt. Die Erschöpfung drohte uns zu übermannen, als wir plötzlich eine kleine Ansiedlung am Fuße eines uralten Tempels erreichten. Die Einheimischen gaben uns zu essen und pflegten Phillips, bis sein Fieber abgeklungen war. Als ich ein wenig herumfragte, erfuhr ich, dass es ganz in der Nähe einen zweiten, nahezu identischen Tempel gibt. Sobald Phillips wieder bei Kräften ist, werden wir die Tempel erkunden. Diese Reise wird also doch nicht umsonst gewesen sein. Okay. Story abgeschlossen, die verborgene Stadt. Ach, das hat was mit der verborgenen Stadt zu tun gehabt. Okay. So, was 98%? Eine Truhe? Ach, hier oben. Oh, stimmt, da müssen wir ja schwimmen. Ekelhaft. Okay, dann gehen wir da mal hin. Mist, an die Truhe habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Und auf Schwimmen und Tauchen und Verstecken vor Dings. Piranhas habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel Lust. Na gut, wart Mut, Mut, sagt der Hessen. Glaube ich jedenfalls, es hessisch war. Inventar, stimmt, die haben ja was Neues zum Herstellen. Was bringt mir das denn? Die Effekte auf die Konzentrationszeit halt mehr. Okay. Hoffentlich hält und zählt das auch für Dings. Also für Piranhas. Ach Quatsch, ich muss doch Schnellreise machen. Okay. Wenn ich hier hingehe, kann ich da zurücklaufen? Ah, okay, das ist hier. Ich weiß gar nicht, ob ich da zurück kann, keine Ahnung. Ich bin mir echt unsicher. Ich mache jetzt einfach eine Schnellreise hierhin. Dann bin ich auf jeden Fall in der Nähe. Was man hier nicht alles machen muss, um 100% zu kriegen. Aber wie gesagt, ich will das Spiel auch zu 100% kriegen. Und das bekommen wir auch hin, mit Sicherheit. Erstmal Luft. Ist ja verwirrend hier unten, ey. Sehr wahrscheinlich hier dahinter. Oder da drunter? Keine Ahnung. Hinter mir. Hä? Ach, da unten. Okay. So, mal schauen, was wir hier so drin haben. Ah ja, okay. Eine kleine Statue. Ist der Sonnengott der Inka, erschaffen vom Schöpfergott Viracocha. Die Herrscher der Inka betrachten sich als seine direkten Abkömmlinge, da Inti die Schutzgottheit des Reiches und militärischer Eroberungen ist. Mhm. Na, wenigstens haben wir was Tolles gefunden. So. Jetzt müssen wir hier nur wieder raus. Okay. Ist ein weiter Weg. Hierhin zurück kommen wir da leider nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt diesen ganzen Weg rein.
Am besten zeige ich euch das jetzt mal nicht weiter auf dem Weg. Ist ja nichts mehr zum Sammeln, also mache ich ab hier einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ich soll einmal kurz und quer schumpeln. Geht's nach unten? Nein, ich muss einfach nur zur Verwirrung. Ja, sein könnte es, aber es gibt aber eigentlich nicht. Ich habe eh alles einsammeln. Oh, die sind da schon. Und da bin ich wieder. Wir haben jetzt alles eingesammelt gehabt. Genau, das habt ihr ja gesehen. Und ich bin jetzt den Weg dann zurücklaufen zum nächsten Lager, und um dann eine Schnellreise herzumachen. Denn wir haben jetzt gar nicht alles. Da habe ich 100%. Da. Mir ist gerade eingefallen. Hier haben wir auch noch etwas. 92%. Da fehlt uns die Truhe und noch irgendetwas. Oder nee, nur die Truhe. Ah, je. Okay, dann mache ich das jetzt auch mal schnell. Und ihr seid mit dabei. Wenn wir zurückgehen zur allerersten Welt, die wir hatten. Bin ich mal gespannt, wie die jetzt aussieht. So, wir könnten eigentlich direkt hier hin. Aber ich will erstmal hier hin, weil wir hatten ja noch eine Tür, wo wir nicht reinkommen, weil uns da auch die Schrotflinte gefehlt hatte. Ah ne, dicke Seile waren da, genau. Wir konnten dann die dicke Seile nicht durchschneiden, weil wir kein geschärftes Messer hatten. Jetzt haben wir ja natürlich eins. Dann will ich natürlich auch wissen, was da hinten versteckt ist. Und ihr bestimmt auch. Da hat bestimmt kein Mensch mehr gedacht hier. Ach, guck mal, das ist sogar zugefallen. Okay. Das ist immer. Interessant, dass wir überhaupt noch hierher zurück können. Genau, und hier konnten wir nicht lang. Fuck you. Wo geht es hier entlang? 2 Milliarden. Auch nicht verkehrt. Wo geht's hier hin? Fuck you. Stimmt, wir hatten 2. Ah ja, okay, damit man nicht mehr schwimmen musste. Sehr schön. Dann können wir jetzt direkt
die Truhe holen gehen. Voll wieder zurückversetzt werden hier. Das Lager ist übrigens neu hier. Lass uns mal speichern, falls wir dummerweise runterfallen sollten. Falls wir dummerweise runterfallen sollten, da haben wir es schon. Unfassbar. Wie soll ich denn jetzt da hoch zur Truhe kommen? Gibt es hier sonst noch einen Weg? Hochklettern? Nein. Wir können so gesehen nur hier lang. Ganz ehrlich, wie komme ich denn da hoch? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Guck mal, der Klingel ist kaputt. Meinst du, ich kann mich da um die Ecke klingeln? Oder wir versuchen das einfach mal mit der Hake. Okay. Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir zu dieser Truhe? Es gibt hier sonst nirgends einen Weg nach oben. So, das ist jetzt natürlich das Blöde, wenn man nicht sieht, wo man klettern kann. Das ist jetzt der Nachteil bei mir auf der Schwierigkeitsstufe. Da unten? Nee, mit Sicherheit nicht. Nee. Ah, oh, ich kann hier drauf. Toll, sagt mir keiner. Scheiße. Na gut, das ist jetzt auch nicht so wild. Schwind? So wild. Warum auch immer die hier nicht rein kann. Sehr schön, dann sind wir schon fast da. Jetzt geht das jetzt schneller. Okay, hier muss ich so lang. Die Frage ist, wie komme ich wieder weg? Ach, guck an, Gold. Das hatte ich doch schon eingesammelt. Okay. So, was haben wir hier? Aztekisch. Ein Darstellung von Xipe Totec, den Geschundenen. Das ist Xipe Totec, der aztekische Gott des Kreislaufs, des Lebens, des Todes und der Wiedergeburt in all ihren Formen. Einschließlich Ackerbau, allgemeiner Vegetation, Aufständen und Hauskrankheiten. Mhm. Er zog sich selbst die Haut ab, um sein Volk zu ernähren und wird meist mit einem Gewand aus Menschenhaut dargestellt. Seine Selbsthäutung könnte der Grund dafür sein, dass er in den meisten Darstellungen verschiedenfarbige Streifen trägt, die vorwiegend gelb sind, aber auch Rot- und Brauntöne enthalten. Die Anhänger Xipe Totecs trugen die Haut ihrer Gefangenen 20 Tage lang und bewahrten sie dann wegen ihrer heilenden Wirkung weiter auf. Oh mein Gott. Noch kranker geht's nicht. So, Sammlungspunkte aktuell 9 von 9. Kann ich von hier aus so ein bisschen wieder runter zum Lager? Genau, mal da ist die Tür zu, ich komme da nicht mehr raus. Ich nehm's mal an, dass es so wieder runter geht. Oh Gott. Cool, wir können das Gold wieder sammeln. Ach ja, und Bergungsgut gibt's auch wieder, schön. Rennen funktioniert nicht. Zum Glück hätte ich sich immer automatisch. Ah ja, guck mal. Meine Güte. Also die versunkene Stadt kann man leider nicht mehr zurück. So, Schnellreise. 58%? Also hier haben wir jetzt auch runter. Sehr schön, das freut mich. Das heißt, ihr könnt wieder hierher zurück. Wo wir aufgehört hatten. Und ich würde sagen, das Video endet hier. Wir sind jetzt bei über 20 Minuten. Und dann machen wir mal irgendwann anders weiter, weil wir sind jetzt so gut wie soweit wie meine Freundin. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis sie auf jeden Fall weiterkommt. Und dann kann ich neu aufnehmen. Aber ich habe jetzt für 40 Tage Videos. Über 40, knapp 50 sogar. Das heißt, bis ihr bei diesem Teil hier seid, habe ich auf jeden Fall das Spiel schon längst fertig. Okay, also von daher egal. Bis morgen, würde ich sagen. Denke ich mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also jetzt geht's auf jeden Fall wieder weiter. Wir haben jetzt bei den ganzen restlichen Welten vorher 100%. Das müssen wir also nicht mehr machen. Wunderbar. Ihr könnt mir dann oben da lassen, falls euch trotzdem gefallen hat, auch wenn ihr die Welten jetzt schon gekannt habt und keine wirkliche Herausforderung da war. Und falls ihr mich noch nicht gekannt habt, guckt lieber nochmal von vorne. Der Teil war leider etwas langweilig, aber abonniert mich. Dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Und bis dann, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Nerd Games als Hobby auf Ultra 2K. Bis dann, tschüss.